Ohne Strand und Meer, da geht mir das Herz auf. Also, da ist einfach eine Lebensfreude, sobald die Sonne wieder rauskommt, auch in der Schweiz oder wenn man ins Ausland geht, am Morgen kann aufstehen und weiss, heute ist es 30 Grad, die Sonne, außen dran, die Aussicht auf den Strand, aufs Meer. Das ist ein unglaubliches Gefühl und für das leben wir Beachsoccer einfach. Ich freue mich immer noch aufs Training, aber ich freue mich nicht so fest aufs Training, wie wenn die Sonne scheinen würde und das Meer nebendran wäre. Aber es könnte auch mal ein Match sein, ein wichtiger Match, wo mal in Brasilien, wo es könnte davon regnen könnte. Und auch dann muss man sich probieren, motivieren und können zu spielen. Ja, also wir essen sicher zuerst mal zusammen als Mannschaft gut vor einem Spiel, damit wir Kräfte haben und parat sind. Und ich persönlich probiere mich einfach zu fokussieren auf meine Aufgaben, die ich habe im Spiel. Und probiere das dann so umzusetzen, wie es der Trainer von mir verlangt. Und einfach Konzentration, denke ich, ist sehr wichtig, auch vor dem Spiel.